Geld zurück bei jedem Einkauf. Das verspricht die Shopping-Gemeinschaft Lioness und lockt mit Rabatten bei unzähligen Händlern, darunter vielen renommierten. Lioness-Mitglieder nehmen dieses Angebot denn auch gern an und so kann das junge Unternehmen aus Graz auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte verweisen. Allerdings, einiges an dem Erfolg macht auch stutzig. Ehemalige Mitglieder behaupten nämlich, das System hinter Lioness ähnle einem Pyramidenspiel, sprich wirklich profitieren würden nur ganz wenige. Lioness dementiert heftig, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Hier die Recherchen meiner Kollegin Eva-Maria Kaiser. Ich muss ja sagen, in meinen 26 Jahren der Selbstständigkeit habe ich noch nie so eine Erfahrung gemacht, dass mir wer so wild über den Tisch zieht. Also wir haben geglaubt, das Geld haben wir in den Sand gesetzt. Nicht? Es gibt eben konkrete Tatverdachtsmomente, dass das System Lioness ein Pyramidenspiel ist. Günter Thallinger, Steiermark. Der ehemalige Gutsverwalter kennt sich in der Wirtschaft aus, dachte er. Freunde machen ihm Lioness schmackhaft. Er hofft auf saftige Händlerrabatte und investiert mehr als 2000 Euro in das System, genannt Anzahlung für künftige Einkäufe. Wenn man eingekauft hat, dann hat man 3% bekommen. Und davon sind 1% an Lioness gegangen und 1% ist an den Vermittler gegangen und 1% haben wir bekommen. Aber was haben Sie für die 2000 Euro bekommen? Für die 2000 haben wir eigentlich gar nichts gekriegt. Die Tischlerei Kattenäder in Oberösterreich. Die Gewinne, die der Chef erwirtschaftet, will er gut investieren. Und Lioness braucht Geld für Werbekampagnen, um neue Länder zu erschließen. Bei der Anzahlung auf künftige Einkäufe ist von hohen Renditen die Rede. Es ist so, dass ca. 20 Länder neu im Aufbau sind. Einige davon schon erfolgreich tätig sind. Und dass man dieses Investment, das man tätigt, das geht von ein paar Tausend bis zu, in Amerika sogar bis 25.000 Euro, dass sie das in 4 bis 7 Jahren erwirtschaftet. Wenn ich das jetzt in Prozenten umrechne, würde das ein Wachstum sein, so zwischen im schlechtesten Fall 14% oder im besten Fall bei 4 Jahren 25%. Herr Kattenäder und seine Frau werden Lioness Business Partner, kosten 4.000 Euro und investieren knapp 30.000 in Werbekampagnen für Frankreich und die USA. Was sie dann noch nicht wissen, Lioness schüttet Gewinne nicht gleichmäßig aus. Bei allen Geschäftsmodellen gibt es ein Ranking. Wer oben in der Hierarchie steht, bekommt am meisten. Letztendlich habe ich mich dann ein bisschen schlauer gemacht und bin erst langsam draufgekommen, dass das fatale Auswirkungen haben kann für all diejenigen, die nicht am Anfang dabei sind. Sprich, das sind mehrere hundert Teilnehmer, jeder mit einige tausend Euro. Und wer das erste Geld bei Öffnung dieses Landes drinnen hat, der wird gut verdienen. Die ersten 10, 20 auch noch gut, aber dann wird es natürlich immer dünner. Volle Ordner beim Rechtsanwalt. Die Kanzlei Breitenieder in Wien vertritt über 60 ehemalige Lioness-Businesspartner. Mit einigen positiven Gerichtsurteilen. Wenn Lioness Geld für Werbekampagnen sammelt, müsste es über Risiken genau informieren. Im Fachjargon ein Kapitalmarktprospekt auflegen. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die Leute beklagen, dass sie Geld in das System Lioness investiert haben und die von Lioness gemachten Versprechungen nicht gehalten wurden. Das heißt, sie haben also nicht innerhalb des Zeitraumes, wo Lioness gesagt hat, sie bekommen nicht nur das eingezahlte Kapital, sondern ein Mehr zurück. Das hat sich nicht verwirklicht. Das Maximum waren 160 Euro, die sie bei einer Werbekampagne von 1000 Euro Einsatz zurückbekommen haben. Ja. Also nicht ein Vielfaches, sondern ein Bruchteil? Ein Bruchteil, ja. Wer im Internet über Lioness recherchiert, wird rasch fündig. Gründer ist der Grazer Hubert Freidel. Das Wachstum seit 2003 rasant. In 38 Ländern 2,4 Millionen Mitglieder. In sogenannten Sensations werden Anhänger auf Lioness eingeschworen. Wer war heute schon einkaufen? Gestern? Der Firmenslogan Einkauf wird es immer geben. Mit Handelspartnern werden kleine Rabatte ausgehandelt. Auch hier gilt, wer oben steht, möglichst viele Mitglieder geworben hat, bekommt am meisten. Es ist immer noch schön zu sagen, dass wir am Beginn sind. Dass wir alle ganz vorne dabei sind in diesem Geschäftsmodell.
Vorne dabei sein in diesem Geschäftsmodell, das wollten auch zwei Lioness Insider, die mittlerweile ausgestiegen sind. Ihre Angaben nach jahrelangem Einblick in das System, die Einkaufsgemeinschaft sei nur die Fassade von Lioness. Das große Geld werde über Businesspartner umgesetzt, nach dem Slogan Anzahlung auf künftige Einkäufe. Ein Beispiel. Ich habe 2000 Euro an Lioness überwiesen, aber nichts bekommen dafür. Mir wurde gesagt, ich erhalte im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, Provisionen in der Höhe von 16.500 Euro. Auf die Frage, was ich denn dafür tun muss, hat sich herausgestellt, dass ich mindestens 4 direkte neue Bewerber haben muss und wenigstens 36 andere davon überzeugen muss, dass Einkaufen und Geld geben für nicht zu erhalten ein Geschäft ist, dann hätte ich meine 16.500 Euro zurückerhalten als Provision. Lioness hat damit 80.000 Euro eingenommen. Der Businesspartner erhält 6.000 in Cash, 10.000 nur in Form von Gutscheinen. Glücklich, wer schon vor Jahren begonnen hat, seine Vertriebsstruktur aufzubauen. Große Gewinne durch richtige Einkäufe zu machen, ist schwierig. Wer hat die Möglichkeit, sich im Jahr ein paar Mal einzurichten? Oder wer hat die Möglichkeit, alle 2 Jahre ein Haus zu bauen? Ich meine, das sind dann Riesenumsätze. Ja? Das würde es vielleicht auch dann irgendwo ermöglichen, dass ich auch über die Umsätze Geld zurückbekomme. Ja? Nur diese Möglichkeit ist ja sehr gering. Das heißt, um wirklich aus dem Ganzen profitieren zu können, muss ich andere Mitglieder werben. Und ich denke, wenn ich andere Mitglieder werbe, und ich bekomme dafür keine Gegenleistung, dann liegt die Vermutung nahe, dass da natürlich das Ganze nicht korrekt abläuft. Einer der beiden Standorte von Lioness in Graz. Das Unternehmen weist alle Vorwürfe unredlicher Geschäftsgebarung zurück. Mit unzufriedenen Mitgliedern ist man aber schon seit langem konfrontiert. Nun heißt es im Gespräch mit dem Report, man werde für alle eine Lösung finden und verteidigt das System der Anzahlung auf künftige Einkäufe. Es gibt kein System, wo Sie einzahlen können. Sie können Gutscheine anzahlen zum Beispiel. Sie können einen Kauf tätigen und auf einen Kauf eine Anzahlung leisten. Da muss man aber auch sagen, das tun die wenigsten unserer Mitglieder. Ja, wir haben insgesamt von 2,4 Millionen Mitgliedern haben wir wirklich einen Bereich von unter 5% der Mitglieder, die überhaupt sich vertrieblich engagieren und auch Anzahlungen leisten. Auf Einkäufe oder auf Zukunft der Einkäufe. Der Rest geht ganz einfach einkaufen und nutzt die Geld-zurück-Möglichkeit mit Lioness. Dem Report liegen andere Zahlen vor. Die Umsätze eines hochrangigen Lioness-Partners aus Deutschland in den 5 Geschäftswochen vor Weihnachten 2011. In seiner Struktur hat er mehr als 11.000 Lioness-Mitglieder weltweit unter sich. Doch 99% seines Umsatzes stammen aus Anzahlungen, weniger als 1% aus Einkäufen selbst. Mittlerweile ermittelt auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien gegen Lioness. Wegen möglichem Verstoß gegen Kapitalmarktpflichten, wegen Betrugsvorwürfen und dem Verdacht auf Pyramidenspiel. Ein Pyramidenspiel liegt dann vor, wir sagen, es ist ein Gewinnerwartungssystem. Es gibt jemanden, der weitere Teilnehmer anwirbt. Diese Teilnehmer leisten einen Beitrag und je mehr mutmaßliche Teilnehmer ich anwerbe, je höher ist mein Beitrag. Derartige Systeme kollabieren dann bald, weil diese Pyramide dann eine breite Basis hat und Gewinner nur diejenigen sind, die ganz oben in der Pyramide stehen. Wenn Sie mir das so schildern, deckt sich das ziemlich stark mit dem, was mir ehemalige Lioness-Anhänger geschildert haben. Es gibt eben konkrete Tatverdachtsmomente, dass das System Lioness ein Pyramidenspiel ist. Tischler Kattenieder war nach seinem unglücklichen Lioness-Engagement in eine tiefe Depression geschlittert, schaltet einen Anwalt ein. Letztendlich bekommt er sein Geld zurück. Dennoch will er vor dem Unternehmen warnen, ortet ein pyramidenartiges System. In Frankreich, wenn da ungefähr 500 Teilnehmer sind, muss man annehmen, dass das 40 Jahre dauert, 42,6 Jahre. Bis die Letzten das verdienen, was sie überhaupt eingezahlt haben. Genau, bis dass man sozusagen einmal das erwirtschaftet hat. Eigentlich hat man sein Kapital vernichtet, wenn man davon ausgeht, von 2-3% Inflation ist das eigentlich in 40 Jahren nichts. Die unten machen Verluste, die oben das große Geld.
Sogenannte Leader Conventions für führende Lioness-Mitglieder an den schönsten Plätzen der Welt. Alles auf Kosten der Firma. Das macht Lust auf mehr. Man wird natürlich mitgerissen. Ja? Das heißt, die Idee gefällt einem, das heißt, auch die Community gefällt einem, das Zusammensein gefällt einem. Man wird eigentlich nach vorne hin irgendwo geblendet. So ist das irgendwo mein Eindruck. Dann kommt das Erwachen. In der Schweiz sind erst im Oktober die Revisoren abgesprungen. Für die anderen, die dran noch glauben oder die jetzt einsteigen in das System, kann ich nur das sagen, was ich fast in allen anderen Investments auch immer sage. Man soll die Verträge lesen. Wenn man etwas nicht versteht, dann soll man die zukünftigen Vertragspartner fragen. Und wenn man es dann noch immer nicht versteht, dann soll man die Finger davon lassen. Bleibt festzustellen, es gilt die Unschuldsvermutung.